Jingle Bells, fröhliche Weihnachten wünscht Tönnies. Tönnies, da war noch was. Stimmt, unter anderem dank Tönnies haben nämlich einige gar keine so fröhlichen Weihnachten. Denn Tönnies ist verantwortlich dafür, dass ca. 16.000 Arbeitnehmer endlich unter schlimmsten Arbeits- und Lebensbedingungen schlachten müssen. Als Spitze des Eisbergs sozusagen hat Tönnies sie dieses Jahr dann durch die herrschenden Arbeitsbedingungen auch noch Corona ausgesetzt. Dabei machte das Unternehmen einen enormen Profit und die beiden Eigentümer Clemens und Robert Tönnies haben wieder ein Vermögen von über 2 Milliarden Euro. Tönnies beutet also Menschen wie Tiere aus, trägt zu massiver Umweltzerstörung bei und lässt die Gesellschaft für die entstandenen Schäden zahlen. Deswegen gibt's nur eine Möglichkeit: Tönnies und Eignung.